Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir sind mal wieder bei einer Runde Torchlight 2 mit Kopfgeburt und Eisenhut. Ahoi, ahoi. Hallo. Dann wollen wir mal, oder? Oh, super, ey. Jetzt habe ich 4 legendäre Gegenstände eingetauscht und habe dafür Drecksstiefel bekommen. Die sind echt Dreck. 19 Mana, 119 Gesundheit, 29 Giftpanzer und 19 Körperpanzer und ein Sockel. Die sehen aber schön aus. Ja, toll. Ich habe aber gerade erst die Setstiefel vom Eisenfürsten angelegt. Ach ja, übrigens, ich habe offscreen mein Set umgesagt, für alle, die es interessieren könnte. Ich bin jetzt der Eisenlord. Zumindest wäre ich es gerne. So, diese Energiequelle wird perfekt in den Kessel des Automaten passen. Hm. Was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Nichts passiert. Oh nein, das hatte ich befürchtet. Nee, ich habe Krallen, die machen zwar mehr Schaden, aber bringen ansonsten nicht mehr. Das sind doch Handschuhe, oder? Ich nehme den Jadestab und verkaufe den. Warum kriegt ihr ganz andere Belohnungen als ich? Warum will er mir vor allem ständig dieses Wildwald-Set andrehen? Jeder kriegt eigene Belohnung. Yay, eigene Belohnung. Also diese schönen Krallen und muss sie verkaufen, weil sie nichts bringen. Könnten wir dann nochmal losgehen? Ich würde dann jetzt nochmal versuchen, der Anhänger abzugeben. Und vielleicht ist es eine Quest, die ihr gar nicht gehabt habt. Dann können wir die noch fix machen. Alles klar, dann geh du vor. Jo. Oh, das war... Ich wollte gerade sagen, da ist das neue Gebiet, wo du rein willst. Ja, das habe ich dann auch mitgekriegt. Husa. Ich versuche nur Zeit zu schinden, um länger zu leben. um noch schneller zu sterben. So, warte, ich geh zurück. Ach, Eisenhut, was ist los? Bist du noch ein bisschen müde? Ein bisschen. Hey, du wolltest gestern bis 2 Uhr streamen. Ja, ich bin ja auch wahr. Habt ihr das so lange gestreamt, mein Gott? Ja, so war das. Und dann bei Morgens Asleep, was, wo ich mir dann so dachte, ey, jetzt wird's cool, hört er auf. Ja. Eine Stunde haben wir noch am Morgens Asleep gemacht, so ist es nicht. Ja, eine Stunde, wovon eigentlich 20 Minuten rumrennen war. Was muss ich jetzt machen? Bilder suchen? Wo sind die Bilder? Bilder? Ja, aber wir hatten einen schönen Anfang gehabt. Das stimmt. So, wo bist du? Ich bin in die Pesthaus-Sumpfe. Ich sag doch, ich komm zurück. Ja, wir sind auch schon da und warten auf dich. Die kloppen hier schon einen Gegner. Das ist doch gut. Sind die Jungen wenigstens beschäftigt. Richtig, ist doch gut. So. Dann wir müssen da runter, wenn ich das richtig sehe. Das ist, glaube ich, gleich hier vorne. War er hier das? War er hier? Nee, das haben wir tatsächlich, glaube ich, schon abgegeben. Ja, ich hatte es noch nicht abgegeben. Ja, mal, oh, ja ich sehe hier schon gar keinen mehr, ja. Okay, ja, okay. Dann können wir jetzt zurück. Hey, zurückgehen, hey! Hey, Zeitschild mit Ladebildschirm, hey! Hey, Ladebildschirm, hey! Es gibt keinen Grund, warum wir die Folgen über 10 Minuten Länge strecken. Nein. Oh, da liegt Gold. Oh, da liegt was Süßes. Ins imperiale Lager, oder? Ja, muss ja. Alright. Boah, ich finde das aber mitunter doch ziemlich nervig, dass bei jedem neuen Gebiet ich immer meine Bots neu beschwören muss. Ah, shit happens. Ja, das ist ein bisschen assi. Ja. Das vergisst man ganz gerne mal. Ist ja auch in jedem blöden Dungeon oder so. 50.000 Ladebildschirme, da. 50.000 Ladebildschirme, Du dei. Oh, jeder Ladebildschirm verhindert deinen Tod. Oder ziehen wir zumindest in die Länge. Ladebildschirme, das war bestimmt mal eine schöne Stunde. Ich bin tot. Okay, dann wird's wieder nichts mit Tabletop Simulator. Dam. Wie hast du es denn jetzt geschafft zu sterben? Ganz ehrlich. Bin reingekommen, hab noch ganz aufgepasst und da war dann schon. Ja, und hast einen Pfeil von Bogenschützen mit deinem Gesicht gefangen? Dafür nie vergessen, ich bin ja immer mit mir ein bisschen drin. Ne? Das ist aber jetzt meine Ausbildung. Ich bin 3 Level unter euch. Interessanterweise, als ich letztes Mal mit einem Kollegen zusammen gespielt habe, haben wir auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad gespielt, da habe ich als Glutstern-Magier die ganze Zeit überlebt, während er als Berserker voll am Verkacken war. Ja, weil du hinten stehst. Ja. Vielleicht hat Bruce einfach nicht gerallt, dass ich den Berserker spiele und er den Glutstern-Magier. Vielleicht liegt mir der Glutstern-Magier. Deswegen rennt er immer vor und macht Nahkampf.
Ich bleib ja hinten, ich werde trotzdem hinten immer getroffen. Na gut, wie vielleicht einfach scheiß Tanks. Das wird natürlich auch sein. Also wenn, dann bist du der scheiß Tank, weil ich bin DD. Ich auch. Ja, ich hab keinen Tank-Spec, von daher. Dann ist vielleicht das das Problem, dass es einfach keinen Tank gibt. Ja, ich glaube auch. Ich könnte einen Tank-Spec haben, aber ja, umspecken ist ja nicht bei dem Spiel leider. Tata. Vielleicht hätten wir da vorher mal drüber reden sollen. Ja, hätte. Also Fahrrad theoretisch bin ich ja unser Tank, weil ich auch die meiste Rüstung und alles hab, aber irgendwie habe ich keine Taunts oder so. Ich bin one gehittet worden. Ja, willkommen zu einer neuen Folge Ladebildschirm. Der Ladebildschirm-Simulator 2017. Bam, geht doch. Ich hasse das, wenn der Gargoyle sich immer verpisst aus dem Kampf. Ach, der Totengräber gräbt die ganze Zeit Skelette aus. Ja, so ein Lümmel ist das also. Ja, ja. Ein Lümmel. Böse Buschi. So, weiter geht's. Wir gehen natürlich genau in die falsche Richtung. Right behind weil das Ziel nach Norden ist. Oh mein Gott, da kommt was raus. Ja, falls dir das nicht aufgefallen ist, die kommen die ganze Zeit hier aus den Gräbern raus. Nee, die sind auf einem Friedhof. So lange war ich hier noch nicht am Leben. Ja gut, okay, das stimmt. Dass ich das hätte mitkriegen können. Dumm, didi, dumm, didi, dumm. Oh, ein Gargoyle! Und ich springe wieder hoch und ist weg. Wollte gerade sagen, geh mal zur Seite, also nicht, der kommt nämlich wieder runter. And it's gone. Oh, da ist noch einer! Und der Tod. Ach, Usa. Ach, ja, Usa. Er fliegt neben mir runter, was soll der Mann, der Mann! Und ich bin Leveler! Der Schatz ist voller das! Miau! Die Karte hat miau. Miau! Miau! Der ist nicht in deinem Aufnahmezimmer. Nein, hier in-game. Also es gibt da zwei Chucks. Einmal den Chuck hier in-game und einmal meinen richtigen Kater. Den Real-Life Chuck. Real-Life Chuck. 15 cm größer als der in-game Chuck. Alles klar. Und er hat einen Dust voll Apfelboost, mit dem er, wie wir glauben, Leute zum Ehebruch verleitet. Alright. Gut, dass wir mal darüber geredet haben. Baus! Schon wieder? Ja gut, was heißt schon wieder? Ich meine, wir sind hier im neuen Gebiet und noch war überhaupt gar keiner. Danke, Kopfgeburt. Ja, warte, hier hinten war noch ein Totengräber, der die ganze Zeit Skelette beschwört. Und da dachte ich mir, ich helfe dir mehr, wenn ich erstmal den töte. Und warum stehst du hier die ganze Zeit nur rum? Ich schieße doch! Bei mir stehst du die ganze Zeit nur hier hin und machst nichts. Ich schieße die ganze Zeit und ich bin so, ich habe jetzt mal das Tor zum Baus aufgemacht. Yo, und der Baus hat mich direkt, Hast du davon, wenn du hinten stehst und nichts machst? Ich hab doch geschossen, Mann. Was ist denn los mit dir? Ich hasse diesen Spiel. Eisenhut, möchtest du mal mit mir auf den Baus? Ja, ich mach grad nur einen Totengräber kaputt. Ich komme. Es dauert einen Moment, aber ich komme. Ich komme. Yo! Ich komme. Und bin tot. Ist das so immer deine Freundin? Ich komme. Es dauert einen Moment, aber ich komme. So, ich belebe mich in der Stadt wieder, denn ich hab den Wegpunkt hier gefunden. Okay, dann bewege ich mich bei Eisenhund wieder, auch wenn das keine gute Idee ist, aber ich tue es einfach mal. Ich stehe nur vom Baus. Wir warten. Yo, ich bin tot. Hey, yo, hey. Oh, ich bin auch fast tot. Bam. Mal bei Kopfgeburt. Und das Baus down. Yay, ich hab's wieder nicht mitgekriegt. Ich hasse dieses Spiel. Du siehst deine Taktik, sterben und looten geht nicht auf. Leben und looten würde aufgehen. Ja, wenn ich leben könnte, würde ich leben. Glaubst du mal. Ich möchte leben, aber ich kann's einfach nicht. So. Adieu, schöne Welt. Alright, wo ist eigentlich... Ach, der ist doch schon wieder. Richtig. Der ist schon wieder looten und leveln. Ist für ihn immerhin ein guter Deal. Mhm. Schön dabei mit dem Kopf nach vorne und zurück und Zeigefinger und so. Oh mein Gott. Skelette beschützt mich.
Das sah so geil aus. Ah, ein Gegner kommt auf mich zu und du ballerst, nichts passiert. Wir beide hauen einmal drauf und er ist sofort weg. Ja, du siehst mein Problem. Deswegen macht dieses Spiel keinen Spaß. Na, das Problem da bei dem Gegner war tatsächlich nur das, dass er ein Schild hat und dass du den, glaube ich, nur mit einem Nahkampfangriff oder mit einem Crit zerschmettern kannst. Ja, auch nicht mit einem Crit. Du musst entweder erst genug Schaden machen, damit der kaputt geht, oder du brauchst eine Waffe mit zerschmettern. Okay. Oder so einen geilen Dash, wie ich, der Schilder auch zerschmettert. Ja, ich Bin's. Oh Gott, von allen Seiten! Ich bin tot. Ja, jetzt kommt gerade doch ein bisschen mehr auf uns zu. Hier sind wieder mal ein Ladebildschirm. Wie 80% der Zeit kommt in diesem Let's Play. Loading time, you don't have to go. Der erste Ladebildschirm wurde von Edward Ladeschirmbild erfunden. Aber Schirmbild war nicht eingängig genug. Oh mein Gott. Jetzt hat sich der Baus wieder geteilt in zwei Bause. Und die haben beide gut rein. Und ich bin tot! Was? Ihr könnt mich doch ständig alleine lassen! Anscheinend ich kann schon. Da nichts für. Ich weise die Schuld von mir. Ich weise die Schuld von mir, obwohl ich dauernd sterbe. Denn ich bin Wuser. Ich kann nichts dafür, dass ich ständig sterbe, weil unsere Tanks halt scheiße sind. Ja, mag daran liegen, dass wir kein Tank sind und das hat auch nie jemand behauptet. Boom! Doppelbauskill! Wir haben nur gesagt, wir stehen vorne. Whee! Und ich komme gerade rechtzeitig wieder zum Looten. Whee! Loot! Whee! Und Level up! Level up! Wann hab ich dich denn bitte überholt mit dem Level? Du mich? Hast du nicht. Er ist Level 45 jetzt. Ach, du bist 45? Okay, nee, dann passt das. Ich war jetzt irritiert, ich dachte, du wärst jetzt, weil ich gerade erst 44 geworden bin, dann dachte ich, du wärst auch erst 44 geworden. Level 39, Duda-Duda-Day. Hey! Hab ich noch einen Stuff? Ja, den hab ich wohl. Aber der ist scheiße. Duda-Day. Hui! Moin! Und ich bin tot! Ein Schlag! Ein Schlag, der deinen Namen trägt. Muss ich an, kennt ihr den Space Marine Film? Nee. Nee, ich weiß zumindest nicht, welchen du meinst. Warhammer 40k? Nee, Space Marine Film. Nee. Total geil. Ich liebe noch. Ist halt so ein zeigen die halt erst so, wie die Space Marines auf dem Schiff vorbereiten. Und das ist so ein Devastator Trooper. So mit so einer riesigen, fetten MG halt mit aber Millionen von Schuss mehr oder minder. Und wie er dann da sitzt mit einem Messer und in jede einzelne Kugel reinritzt, kill the heretic, kill the heretic. Sehr geil. Right. Ja, jeder war auch ein Hobby, ne? Ein bisschen. Yo. Bin ich hier safe? Kann ich von hier angreifen? Weiß nicht, versuch's mal. Bam, tot. Oh, eine Truhe. Hui, oh, Gegner. Hui. Yeah. Oh, ein Hokobo-Schädel. Was ist das denn? Yo. Ja, komm. Wir sagen, Eisenhut, du rennst ein bisschen vor. Ich bleib, ich guck, dass ich mal so ein bisschen in der Nähe vom Bruiser bleibe, weil sonst hängt der ja immer weiter mit dem Level hinterher. Okay, doki. Dann bin ich mal die unglaublich schlechte Leibwache von Fusa. Ich versuche ja schnell zu bleiben, aber wenn was kommt, dann bin ich halt tot. Super, gerade noch den Plan gemacht, wer rennt jetzt am weitesten vor? Ich. ich bin heute mal wieder besonders dämlich. Dummheit. Köstliche Dummheit. Ich bleib gerne in deiner Nähe, aber ein bisschen vorher musst du schon, sonst kann ich nicht zu den Gegnern rennen. Ja, ich versuche ja nur wenigstens so weit weg zu bleiben, dass ich nicht direkt per One-Hit gekillt werden kann. Back, yep. Du siehst, so ein Hit ist tödlich. Yo, ich bin tot. Na super, ich hab gerade kurz ins Inventar geguckt. Wusa, ich hätte tatsächlich einen Edelstein für dich.
Ein Edelstein. Ich habe leider keinen freien Sockel momentan. Ja, aber der könnte sich lohnen. Ist sogar legendär. Komm, ich spiel da drauf zurück. Ja. Jo, jo, jo. Warte, soll ich dich eben... Jo, mach mal. Gib ihn dir einmal. Also der bringt dir mit Sicherheit mehr als mir. Oh, ein Totenkopf. Jo, das sieht nett aus. Alles klar. Bei Eisenhut hauen die drauf. Der stirbt nicht. Der stirbt ja, der hat ja auch Live-Leech ohne Ende. Ja, ohne Ende jetzt nicht gerade. Ja, aber im Verhältnis zu uns ja, weil wir haben null. Oh, da ist ein Tor. Regeneriere auch nur 76 Health pro Treffer. Ja, ich null. Jedenfalls null. Gut, dass ich jetzt dann auch noch gerade 3 Millionen Mal die Sekunde treffe, ne? Das ist dann. Aber eigentlich rette ich mich mehr mit dem Sprungding, weil. Durch du dann mal wegjumpen kannst. Nee, weil durch jeden Gegner, durch den ich dann springe, regeneriere ich auch noch irgendwie 50% von meinem Waffenschaden. Krass. Als Leben. Das ist schon heftig. Aber jetzt habe ich gerade mal wieder einen sehr langen Ladebildschirm. Jo, ich bin alleine. Ich bin so allein. Einer ist hier und ich glaube, ich könnte sowas wie ein Boss kommen. Ja. Achtung, die Kiste. Achtung. Es ist Kiste. Nur eine verdammte Kiste, verdammt. Ja, für mich tödlich. Scheiße, verdammt, Junge. Für mich ist auch eine Kiste tödlich. Ja, dann sollst du sie dir nicht auf den Kopf werfen. Oh, ein Wegpunkt. Oder liegt ein Wegpunkt. Oder liegt ein Wegpunkt. Oh, ein toter Abenteurer. Oh, ein gewaltiger Mana-Trank. Oh, ein Gegner. Was? Gewalttätige Mana-Tränke? Mhm. Ja, gewalttätige Mana-Tränke. Achtung, verliert dein Eisenhut. Also kann ich, der muss angeln. Sagt er und ging selbst zum Angelloch. Ja. Ich habe mich jetzt einfach als Eisenhut bezeichnet. Eisenhut findet Menschen, die von sich in der dritten Person sprechen, sind merkwürdig. Und Eisenhut findet Eisenhut gut. Hier ist ein Netherreich-Portal. Und ein Elektro-Crystal. Oh ja, was ist denn dein Tentai-Land? Ach ja, da sind wieder die Tentakelmonster, auf die Wusa sich immer so freut. Yay, aber wir sind ja zum Glück, Warte mal, hier kommt noch einer. Ein Gebiet von 42 bis 45. Yay, das wird lustig mit Level 35, ja 39. So, rein da. Und Eisenhut rennt einfach rein. Tütütütüt. Renn. Ladebildschirm. Ach, Mann, ich hab schon wieder vergessen, meine verdammten Bots zu beschwören. Gott sei Dank hat dann einigermaßen Zeit nach drin gedacht. Hui, geht mal. Nein, weg von deinem Computer. Keine Sorge, die Skelette sind meine. Ja, und du tot. Oh, scheiße. This is not a good sign. Aber ich kann von hinten alle gut aus. Bei mir stehst du nur rum und machst gar nichts. Ich schieße. Ja, ich glaub dir das ja, aber von der Animation her machst du bei mir gerade überhaupt nichts. Nee, da bei kann mir auch nichts für, da kann ich nichts für. Also ich seh nur gelegentlich, wie dann halt seine Random-Effekte passieren hier. Der Säureregen oder so, oder der Meteoriteneinschlag. Ja, für das Buggy-Spiel kann ich nichts. Doch. Genau, dass du stirbst, ist nur ein Bug im Spiel. Das hat nichts mit Skills zu tun oder so. Ist eigentlich einfach nur ein Bug. Ist der Klugstein-Magier der Power-Tank, aber er hat aus Versehen den Skill. Ah, verkackt. Jo, Achtung! So, diesmal lasse ich mich direkt am Eingang wiederbeleben. Kein Bock jetzt zurück in die Stadt und so, das dauert mir zu lange. Gib mir nur köstliche Erfahrung flöten. Hab es überlebt. Und diesmal bin ich gestorben. I'm still standing. Feeling like a little kid. I'm not a true survivor. I'm still standing. So, da ist ein Gegner in der Wand geglitscht. Schön. Jo, okay, alles klar. Wo auch immer ich jetzt gerade gelandet bin. Nicht bei uns. Way. Ja, doch, ich hab mir eigentlich die Kopfgeburt geportet. Dann war der auch kurz da und zack, war er weg. Ja, wahrscheinlich, war das mein alter Standort, weil ich gerade in der Bewegung war. Oh, ein Altrank, sehr schön. Und ein Alter. Ein Alter. Alter. Ja?
Jugend. Ach stimmt, den hast du auch schon Ewigkeiten nicht mehr gebracht, Eisenhut. Das. Da will du mich flicken oder was? Mach dich voll Kickboxer. Mach Spott durch Facebook. Bist du übrigens dabei, Kopfkugel? Schon mal mit zusammen. Wuser TV Merch. Wuser TV Merch, alles klar. Ja, ich bin ja, den Original Wuser Totenschädel, weil er so oft stirbt. Ich will Wuser zur Gamescom ein Batik-Shirt. Ach, die Ding, Geschichte. Da war ja was. Hast du schon wieder verdrängt oder so? Ja. Hitman. Oh Gott. Jo, gekillt von so einem kleinen Vieh. Tja, wahrscheinlich, weil du es als klein bezeichnet hast. Deswegen hat es sich umgebracht. Nee, es hat mich ja vorher getötet. Nehmt ihr eigentlich irgendwie eine Kamera oder so zu Gamescom? Nee, ich habe kein Mikro dafür, kein gescheites. Ich hatte mal eins, aber... Ich hatte überlegt zu vloggen, aber bin da einigermaßen talentfrei. Ich weiß nicht, welche Bilder ich anfangen soll. Einfach alle und dann suchst du dir das Beste raus. Ja, aber so viel Speicher hat die SD-Karte nicht. Kannst du eine halbe Stunde machen oder so, oder eine Stunde? Und wenn ist natürlich 8 bis 10 Stunden rumrennst, so viele SD-Karten habe ich nicht. Das ist natürlich ungünstig. Weiß gar nicht, wie viel. Ich glaube, auf 720p kann ich mit meiner Kamera 16 Stunden oder so aufnehmen. 720p. Ich wollte gerade sagen, dafür gehe ich doch nicht mal vor die Tür. Aber in 720p Stream oder was? Ja, Stream ist ja was anderes. Richtig. Außerdem streame ich ja nicht. Von daher ist das sowieso was anderes. Wie kann ich helfen? Solltest du mal machen, das ist echt gut. Macht ja, Spaß. Aber meine Leitung ist nicht stark genug dafür. Oh Gott, Kopfgeburt und Eisenhut sind tot. Und ich bin allein. Ich bin so allein. Ja, nee, du stirbst jetzt. Ich wollte mich zu dir teleportieren. Ja, noch lebe ich. Noch lebe ich. And it's gone. Entschuldigung, ich war nur gerade kurz beim Händler, weil ich dachte, ich verkaufe eben selber und ich guck mal, ob wir... Hallo, Eisenhut. Na? So, jetzt bin ich auch wieder da. Hui! Da weißt du, wie es mir geht, wenn ich mich zu euch porte. Mit dem Unterschied, dass ich bei einem One-Hit sterbe. Ja, ich auch. One-Hit so an sich. Ey, ich hab die Hose des Eisenführers. Oh, Moment, hey! Die würde ich sehr gerne haben. Ich bin tot. Was? Oh, Moment, ich sollte auch mal einen Heiltrank nehmen. Das könnte sich als gesund erweisen. Ich probier's mit meinem Kopf. Yo! Okay, hat geklappt. Hey, hat geklappt, hey! Yo, yo, yo! Sagst du das immer kurz bevor du abnimmst oder einfach jetzt so inflationär in jedem Moment? Das ist so in den Momenten, wo ich kurz die Übersicht verliere. Jo, wir stehen rum. Jungs, hallo? Hey, ja, Moment, er hat mir gerade eine Set-Hose gegeben. Ah, da gebe ich jetzt meinen Feuerpanzer für auf. Meinen Elektroschaden, aber ich hätte 10% Gesundheit gestohlen. Life Leech, super. Ja. Ich mache ein bisschen Tentakel kaputt. Achtung, da kommt was. Wow, aber 43 mehr Körperpanzer, sehr geil. Eisenhut, du stehst da ungünstig. Du musst gerade Heiltränke kaufen. Ja, warte mal, wo seid ihr denn? Wirst. Davon habe ich nicht mal was mitgekriegt auf meinem Lebensbalken. Ja. Immer dieser Eisenlord. Yep. Yep. Kartoffellord. Ja, wie kommen wir denn da runter, verdammt? Das Scheißspiel macht mich aggressiv! Ja, okay, hier hinten rum. Wusa, einmal hier Nordwesten. Ja, ja. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Oder kommst du echt nicht her? Ist hier Sackgasse? Nein, hier ist Sackgasse. Oh, scheiße. Lalalala. Jo. Ach, ich hab ne Idee. Ich mach dir einfach ganz gemütlich von hier oben platt. Hier hätten wir doch nur einen Fernkämpfer, der hier so einfach mal reinballern könnte oder so. Da komm ich wieder zurück. Ja, ist ja gut gezeichnet. Gibt den Mikrofon. Treff da unten nicht.
Doch jetzt. Und dann treffe ich da runter. Jo, Tatsache, das geht sogar ein bisschen runter. Und da unten ist ein Splitter, den ich sehr gerne hätte, aber... Aber ich treffe da nicht alles. Ah, oh, Eisenhut hat den Weg gefunden. Hey. Und ich bin endlich Level 40. Hey, 40. Hey. Wir haben schon lange nicht mehr gesungen, fällt mir gerade auf. Nein, nicht das. Nein, das geht nicht. Könnte ich immer wieder das gleiche singen. Und es geht nicht bei Aufzwang. Klar. Alles geht. Alles geht aus Zwang. Wieso gehe ich hier nicht? Sagt der Vergewaltiger. Bitte was? Wie seid ihr denn jetzt da runtergekommen? Ja, genau. Nach Süden, 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 Süden. Weiter, 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 weiter. Weiter, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Ja, nein, 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 weiter, nicht da. Noch einen Tacken tiefer. Wie noch einen Tacken tiefer? Warte, geh nochmal zurück nach Osten und dann einen runter. Tiefer, härter, härter, härter. Damn, war ich doch auf richtigen Weg. Ist doch alles gut. Nee, du hängst erst in der Sackgasse fest. Er war auf jeden Fall schon mal intelligenter als der Roboter, der einfach nur blöd vor der Kante hin und her geflogen ist. Ja, mein Roboter ist ja auch ein Roboter. Fliegt er immer noch an der Kante rum? Ey, die Dinger sind ja immer nur so intelligent wie die Leute, die sie gemacht haben, ne? Ja, und jetzt ist er komischerweise bei mir, weil er sich einfach mal rüber geteleportiert hat. Ja, so intelligent ist der. Kann sich mal eben teleportieren, als wenn nichts wäre. Chap, chap, zap. Ich bin, glaube ich, nicht der Einzige, den das Spiel hier aggressiv macht. Ja, mein Roboter macht das bestimmt auch aggressiv. Nicht gut für die. Sind wir jetzt hier durch mit dem Dungeon? Ist hier nicht eine Truhe am Ende oder so? Bist du kein Baus? Irgendwie, ich glaube nicht, dass wir hier schon durch sind. Nee, ich halte es auch irgendwie für komisch, weil sonst war doch immer ein Boss am Ende oder so. Ja? Haben wir irgendwo einen schmalen Weg noch übersehen? Jungs, also hier ist doch einer in der Wand geglitscht. Kommt mal kurz zu mir. Ja, bin noch da. Wir machen mal hier einen kleinen Cliffhanger. Also, komm her, Cliffhanger. Ach so, ja, stimmt. Okay, ja, jetzt, Cliffhanger. Wo ich auf die Uhr gucke, passt das sogar. Wollen wir uns eine Klippe stellen für einen Cliffhanger? Ja, komm, wir stellen uns an die Klippe für einen Cliffhanger. Hey, Cliffhanger! Hey. Meine Damen und Herren, die sich dein Cliffhanger. Wir verabschieden uns für heute. In der nächsten Folge gucken wir mal, ob hier noch ein Boss ist, den wir übersehen haben. Wollt ihr noch irgendwas zum Abschied sagen, Jungs? Winke, winke! Ja, tschüss. Nein, tschüss, Kowski. Tschüss. Tschüss.